Ja, hallo und herzlich willkommen auch heute wieder zu defi.jetzt, heute in unserer 56. Ausgabe mit dem Thema steuerliche Auffrischung. Zu Gast heute haben wir wieder den Professor Dr. Falco Tappen. Hallo Falco. Ja, hallo. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Der Ralf ist natürlich auch dabei. Hallo alle miteinander, ich grüße euch. Wir sind heute leider torlos, das heißt, der Tor ist nicht dabei, der ist verhindert. Aber herzlich willkommen alle Zuhörer, Zuschauer. Und Mario, du führst durchs Programm heute. Genau, weiter geht's. Wir haben heute nur ein kurzes Gespräch mit dem Falco. Uns geht's vor allen Dingen um die, also ich habe entdeckt, der Falco war fleißig im Zusammenhang mit Steuern und Krypto und hat unter anderem, was ich gefunden habe, zumindest zwei Aufsätze veröffentlicht im Praxis-Steuerstrafrecht, und zwar am 18.04. Das war ein Aufsatz über Decentralized Finance. Da wurde sozusagen erklärt, wie was Yield Farming ist, was eine DAO ist, dass die DAO noch, das war das Beste eigentlich, die DAO sozusagen als neue Form der Gesellschaftsform sozusagen ein sehr zukunftsträchtig ist. Und am 9.05. war der zweite Vortrag, das war die verdeckte Einlage von Kryptowährungen in eine GmbH. Da ging es, habe ich das richtig verstanden, darum, aus dem Privatvermögen die 10-Jahre-Frist sozusagen sich mit gestaltungstechnisch um die 10-Jahre-Frist sozusagen sparen zu können, um es mal so zu sagen. Ja, ganz genau. Also die 10-Jahres-Frist ist ja eine sehr schillernde. Ne? Die hat ja jeden umgetrieben, der sich mit Kryptos beschäftigt hat. Und da hat man sich ja jetzt auch sehr darüber gefreut, über das BMF-Schreiben, Entwurf und finale Fassung, dass die jetzt nicht mehr von der Finanzverwaltung aufrechterhalten wird. Das hat natürlich jetzt an Brisanz verloren. Ja? Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es handelt sich bei diesem Schreiben um ein Schreiben, ne? Um das BMF-Schreiben. Und die Frage ist, was ist eigentlich wirklich am Ende aller Tage die Auffassung, die sich bei den Gerichten durchsetzen wird? Das Gesetz hat sich nicht geändert. Ne? Also das Gesetz kennt nach wie vor auch eine 10-Jahres-Frist. Frage ist, wann ist die eigentlich einschlägig? Ne? Und man sieht eigentlich nur an der Entwicklung und an den Reaktionen der Finanzverwaltung, dass sich die Finanzverwaltung halt auch eben anstrengt, mitzuhalten mit der technischen Entwicklung, und dass wir alle als Community darum ringen, dieses neue und vielfältige Instrument Krypto richtig einzuordnen. Und was da am Ende rauskommt, weiß man nicht. Was ich dort in dem Aufsatz beschrieben habe, war eben eine Struktur, die auf alle Fälle nach meiner fachlichen Einschätzung geeignet ist, aus 10 3-Jahre zu machen, was ja schon mal ein Vorteil ist. Man sollte also sich wieder mal irgendwann durchsetzen, dass bei der einen oder anderen Handelsaktivität eine 10-Jahres-Frist relevant ist, lohnt sich ein Blick in diesen Aufsatz. Dazu eine Frage, Falco. Dadurch, dass dieses ja jetzt erst in Kraft tritt oder in Kraft treten wird, gilt bis zu dem Zeitpunkt, wo dieses Schreiben erschienen ist, die alte, bis dahin, verfasste Regel, das ist 10 Jahre, für solche Sachen wie DeFi oder Kryptoassets, die 10-Jahres-Regel, oder gilt das rückwirkend mit dem einen Jahr? Weißt du das? Nee. Also ganz klar, ich kenne viele Leute in der Finanzverwaltung, und die Finanzverwaltung macht gegen ihren Ruf oftmals auch einen echt guten Job, aber sie bleibt Finanzverwaltung. Die Finanzverwaltung ist einfach ein Player unter ganz vielen. Der Steuerpflichtige ist einer, die Finanzverwaltung ist einer, und jeder hat Meinungen. Wir reden hier über Meinungen. Und die Finanzverwaltung, egal wie viele BMF-Schreiben sie herausgibt, ändert nicht das Gesetz. Die Antwort auf deine Frage lautet schlicht, nichts hat sich geändert. Ob das BMF jetzt diese Schreiben erlässt oder nicht, hat 0,0 Auswirkungen auf die rechtliche Einordnung dessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Heißt, um es mal pointiert zu sagen, das, was die Finanzverwaltung jetzt als rechtens ansieht, galt auch schon in der Vergangenheit. Das Tückische ist natürlich für den Steuerpflichtigen und die Berater, dass man ja nicht ewig warten kann mit seiner Steuererklärung. Und man muss ja irgendwas angeben. Und man muss irgendeine Rechtsauffassung vertreten. Und dann orientiert man sich ja zum Teil, zu einem gewissen Grad, auch an dem, was die Finanzverwaltung sagt. Und jetzt stellt sich raus, ja, war halt falsch. Ja? Oder das, was wir gedacht hatten, was die Finanzverwaltung sagen würde, ist jetzt dann doch irgendwie anders. Und wenn man die Steuererklärung daraufhin falsch abgegeben hat,
falsch unter Zugrundelegung dessen, was die Finanzverwaltung jetzt sagt, dann kann das natürlich jetzt ärgerlich sein, wenn der Steuerbescheid bestandskräftig geworden ist. Also Rechtslage hat sich 0,0 geändert. Okay. Und das ist auch was, was im Moment Gegenstand der Diskussion in Fachkreisen ist und auch auf Ministerialebene ist, nämlich die Frage, brauchen wir ein Sonderrecht? Müssen wir im Steuerrecht die Regeln, die wir im Moment haben, auf Kryptoassets anpassen? Und die deutsche Haltung ist in der Regel, also grundsätzlich mal, dass man erstmal mit dem bestehenden Recht arbeiten sollte. Und wenn das Recht gut gemacht ist, die Gesetze gut gemacht sind, dann braucht man nicht für jede neue technische Errungenschaft ein neues Gesetz. Auf der anderen Seite sind manchmal die Änderungen so eklatant, dass es doch eines neuen Gesetzes braucht. Gucken wir mal kurz über den Zaun nach Österreich. Die Österreicher haben auch Portugal, haben einen anderen Ansatz als wir in Deutschland und haben ein grundsätzlich anderes Verständnis, wie man mit Kryptogewinnen umgeht. Frage, müssen wir das auch tun? Was wir jetzt konkret im Moment parallel erleben, ist, dass die Gerichte, nicht der Gesetzgeber, dass die Gerichte sich erst einmal wirklich damit auseinandersetzen müssen, was denn auf Grundlage unseres gegenwärtigen Rechts mit Kryptos gemeint ist. Konkret ist ein Kryptoasset eigentlich ein Wirtschaftsgut? Asset ist ja so die flapsige Übersetzung oder vielleicht auch klassische Übersetzung von Wirtschaftsgut und Vermögensgegenstand. Ne? Kryptoassets. Sind Kryptoassets eigentlich Wirtschaftsgüter? Die Frage ist noch nicht geklärt. Es gibt nur fachgerichtliche Entscheidungen dazu, noch keine BFH-Entscheidung. Und erst das, die Beantwortung dieser Frage erlaubt es, rechtssicher zu entscheiden, wie Kryptos eigentlich nach geltendem deutschen Recht zu besteuern sind. Da sind wir noch gar nicht. Wir haben noch keine finalen Entscheidungen. Und wenn wir sie dann irgendwann haben, wir können schon raten ungefähr, wie es ungefähr ausgehen wird, aber wenn wir sie haben, dann muss der Gesetzgeber sich überlegen, ob er sich denn veranlasst sieht, zum Beispiel den Österreichern es gleich zu tun. Das ist das, was man im Moment gerade sieht. Also es ist eine sehr spannende Frage. Guckt euch an, im Moment ist es so, dass die ganz überwältigende Mehrzahl der Experten davon ausgeht, dass es sich bei Kryptoassets um Wirtschaftsgüter handelt. Sollte das so sein und sollte der BFH das auch so sehen, dann wird er wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, wovon wir alle ausgehen, dass die Veräußerungsgewinne von Kryptos im Rahmen des 23 SDG sich abspielen. Jahresfrist. Wir reden auch später nochmal kurz darüber. Das heißt also auch zum Beispiel, das Tauschen von Kryptoassets untereinander würde dann den 23 ESDG auslösen. Alles das, was wir wissen, ne? Ich tausche eine Kryptoasset gegen das andere und da muss ich aufpassen mit der Steuer. Das wissen unsere Zuhörer wahrscheinlich ja auch. Ne? Wenn das so sein sollte, der BFH das bestätigt, dann muss sich der Gesetzgeber mal die Frage stellen, ob denn jemand, der Kryptoassets tauscht von A nach B, ob der eigentlich in seiner Leistungsfähigkeit stärker geworden ist. Das kann man, glaube ich, mit guten Argumenten oftmals verneinen. Denn solange ich mit den Coins nichts anfangen kann in der realen Welt, braucht man schon ziemlich viel Fantasie, sich vorzustellen, warum der jetzt leistungsfähiger geworden sein sollte. Und deswegen spricht einiges dafür, dass der Gesetzgeber zu dem Schluss kommt, den kryptointernen Tausch eben nicht als Veräußerungsvorgang zu sehen. Das ist das, was wir so in den nächsten Monaten vermutlich als Diskussion noch verstärkt erleben werden, dann, wenn der BFH sich final zu diesem Thema Wirtschaftsguteigenschaft geäußert hat. Da wäre ich sehr dafür. Das ist ja das, was die Österreicher auch schon machen, oder? Hatte ich das richtig verstanden? Ganz genau. Interner Tausch war nicht mehr. Ja, genau. Genau, ja, weil das grundlegende Prinzip des deutschen, also auch anderer Steuerrechte, aber des deutschen Steuerrechts ist es eben, dass nur die Zunahme an Leistungsfähigkeit dem Besteuerungszugriff rechtfertigt. Und wenn ich eben gerade keine Zunahme an Leistungsfähigkeit habe, weil mein wirtschaftlicher Aktionsradius sich nicht vergrößert hat, dann darf auch der Fiskus nicht zugreifen. So, und darüber reden wir jetzt gerade. Es ist eine sehr spannende Diskussion,
Und sie hat aber auch neben dem akademischen Reiz und dem Fantasieren, ne, aber auch eine ganz konkrete, ganz praktische Auswirkung. Und zwar, darüber wollten wir, glaube ich, heute auch noch mal eingehender reden, nämlich, was ist denn mit Verlusten? Denn mit der Zunahme an Leistungsfähigkeit korrespondiert ja umgekehrt auch die Abnahme an Leistungsfähigkeit. Und wenn meine Leistungsfähigkeit abgenommen hat, dann stellt sich die Frage, kann ich jetzt eigentlich den Fiskus das vorhalten und sagen, guck doch mal, wie arm ich bin, ich habe verloren, ich bin schwächer geworden, deswegen darfst du mich nicht mehr so hart besteuern. Ne? Die Nutzung also von Verlusten. Ihr wisst, Terra ist ja eigentlich mein Steckenpferd gewesen. Ja? Und deswegen weiß ich auch, wie sich Verluste anfühlen. Auf der anderen Seite gehört das auch dazu, wenn man sich mit Kryptos beschäftigt, da muss man halt auch damit rechnen, mal zu verlieren. Also, verlieren, Verluste, Kryptos, was kann man da steuerlich machen? Das ist, glaube ich, im Moment eine ziemlich angesagte Frage. Jedenfalls das, was meine Mandanten mich fragen, geht oftmals in diese Richtung. Ja, auch manchmal kriegt man E-Mails, wo drin steht Verluste, Ausrufezeichen, und dann muss man ja irgendwas dazu sagen. Sehr gut, sehr gut. Dieses, um nochmal zu dem Begriff, zu der ganzen Sache mit dem Wirtschaftsgut zu kommen, da kommen wir gleich jetzt zum nächsten, was auch noch passiert ist sozusagen im letzten halben Jahr. Das BMF hat es endlich also geschafft, den Entwurf, den es letztes Jahr rausgegeben hat zur ertragssteuerlichen Behandlung von Kryptowährungen, endlich auch als Vollversion sozusagen rauszugeben am 10.05. Und da hatte ich nämlich vorhin gerade gelesen, die Kollegen vom BMF, die sind sich schon einig in der Randziffer 31, dass virtuelle Währung und sonstige Token Wirtschaftsgüter sind. Also das ist eine Meinung. Das ist diese Meinung wieder. Das muss dann erst noch gerichtlich, wie du es halt sagst, auch komplett durchkommen. Ja, das ist nämlich überhaupt nicht so sonnenklar. Ne? Wir haben einige finanzgerichtliche Entscheidungen jetzt in der letzten Zeit gehabt. Da wird schon relativ viel rumgewurschtelt, ja, um zu zeigen, dass es sich um Wirtschaftsgüter handelt. Und auch die Revision zum BFH ist gerade in einem Verfahren zugelassen worden, und da wird der BFH sich damit auch auseinandersetzen. So richtig klar ist das Ganze nicht und wird auch in der Literatur, in den einschlägigen Entscheidungsbesprechungen kritisiert. Ne? Ich denke auch, dass der BFH am Ende dazu kommen wird. Ne? Auch diejenigen, die Wirtschaftsgutqualität von Kryptoassets kritisch sehen, sagen, der BFH wird sicherlich in diese Richtung entscheiden. Sondern dann wissen wir, was in Deutschland letzten Endes gelten soll. Dann ist der Gesetzgeber dran, der sich die Frage stellen muss, ist das eigentlich richtig so? Ist das fair? Das fällt dem Gesetzgeber natürlich leichter, wenn das Ganze für ihn fiskalisch gut ausgeht. Ne? Deswegen muss man sich anschauen, für wen ist eigentlich das gut, wenn wir einen Tausch von Wirtschaftsgut gegen Wirtschaftsgut steuerlich also von Krypto gegen Krypto, also einen internen Tausch als Realisation ansehen. Für wen ist das gut und für wen ist das schlecht? In welcher Situation? In einer Situation, wo die Werte alle hochgehen, finden wir das natürlich total doof, weil der Fiskus Steuern bekommt. Das heißt, mal unterstellen, ja, der Gesetzgeber würde so handeln, ja, das ist eine Unterstellung, dann würde er vielleicht sich jetzt nicht unbedingt bemühen, ja, ein Gesetz zu erlassen, was den internen Tausch, nennen wir das Ganze mal so, als nicht steuerbar einordnet. Sollte es aber so sein, dass man zu dem Schluss kommt, ja, wir haben alle Verlustpositionen und wir haben sie realisiert, diese Verlustpositionen, dann wäre es für uns als Steuerpflichtiger natürlich toll, wenn das steuerlich relevant wäre. Ne? Und umgekehrt wäre es für den Fiskus toll, wenn er sagen würde, nein, nein, das ist alles nur eine interne Angelegenheit, tausch doch erstmal in Fiat und dann reden wir weiter. Und ach, du hast nach Ablauf eines Jahres in Fiat getauscht, naja, das ist natürlich jetzt dann doch doof. Ne? So, also ich glaube, es hängt auch ein bisschen von der allgemeinen Marktsituation ab, wie groß die Motivation des Fiskus ist, hier gesetzgeberisch tätig zu werden. Also ist das klar gewesen. Ne? Also in einer Gewinnsituation hat der Gesetzgeber halt wenig Interesse, diese Gewinne als nicht steuerbar entstehen zu lassen. In einer Verlustsituation fällt es ihm schon wesentlich leichter. Wir sind jetzt alle in einer Verlustsituation. Tja, ne? Da kann es sein, dass da auch Bewegung reinkommt. Ne? Ja. Das Gute ist ja, wenn es dann erstmal entschieden ist, die Mühlen malen so langsam, dann ist dann wenigstens erstmal für eine bestimmte Zeit Klarheit geschaffen. Naja, aber Entscheidung, ne? Wenn du von Entscheidung sprichst, dann darf man nicht verwechseln. Ne? Die drei Gewalten, das BMF entscheidet gar nichts. Das BMF gibt halt nur Meinung. Das Gericht
entscheidet und der Gesetzgeber macht Gesetze. Ne? Mit dem BMF-Schreiben haben wir eine Meinung, Finanzverwaltung. Ja. Mit den FG-Entscheidungen haben wir erste Entscheidungen, die aber nicht alle final sind, weil wir ein Revisionsverfahren anhängig haben. Und irgendwann entscheidet der BFH in einer konkreten Situation auf der Grundlage des aktuellen Rechts. Und dann kommt der Gesetzgeber und sagt, ob er es so haben möchte oder nicht. Ja. Jo. Okay. Genau. Was hast du auf deiner Agenda noch? Das nächste war, deswegen war das mein Wunsch, dich als Gast hier zu haben. Wir reden jetzt erst, also jetzt steht das auf zweiter Stelle, aber du warst ja bei uns für die data-neutralen Handelsstrategien und hattest uns ja Terra, Anchor-Protokoll, das Mirror-Protokoll und den Luna und alle vorgestellt. Jetzt kam ja dann im letzten Quartal das große Debakel. Das ganze Konstrukt ist in sich zusammengefallen und implodiert. Jetzt haben, wie du gesagt hast, wir sind gerade in der Verlustgeschichte drin. Es haben einige Leute große Verluste eingefahren bei Terra, Luna, UST und dem Ganzen. Wie macht man die denn jetzt für sich steuerlich nutzbar, wenn man solche hat? Ja, also ganz wichtig. Ne? Nochmal tief durchatmen, Schritt zurück und überlegen, wie laufen denn diese ganz einfachen Regeln? Hast du dein Asset mehr als ein Jahr? Nicht steuerbar. Deine Gewinne sagst du ein, ohne Steuern. Die Kehrseite, hast du deine Verluste nach Ablauf eines Jahres realisiert, nicht steuerbar, deine Verluste sind verloren. Relativ simpel. So, willst du deine Verluste, Mario, verlieren? Also in Form von, dass sie verpuffen? Ja. Also wenn ich schon Verluste habe, dann sollen die mir schon was nützen, oder? Ganz genau, ja. Im Englischen oder so in der Anwaltssprache so nennt man Verluste auch Tax Assets. Okay. Ne? Also der Verlust wird einfach in seiner Wirtschaftlichkeit auch begriffen. Also Verluste sind was wert. Und um es auch mal ganz konkret zu machen, was ist so ein Verlust wert? Mario, du bist ja auch so ein bisschen vom Fach, ne? Hast du eine Idee, wie man den Wert eines Verlustes ermittelt? Das geht doch eigentlich immer Einkaufspreis minus Verkaufspreis. Ja, das kann man machen. Einkaufspreis minus Verkaufspreis. Oder Verkaufspreis minus Verluste. Einkaufspreis, so rum. Ja, so. Du verkaufst ja nur deine Verluste nicht. Ja? Sondern was machst du mit deinem Verlust? Du nutzt deinen Verlust, um deine anderen Einkünfte damit zu neutralisieren. Sagen wir es mal so. Ja? Auf steuerlicher Seite jetzt, ja. Genau. So, und jetzt gucken wir uns an, was ist ein Verlust wert? Was kannst du mit dem Verlust machen? Du nimmst deinen Verlust und legst ihn schützend auf deine sonstigen Einkünfte, auf die du dann keine Steuern zahlen musst, soweit dein Verlust deine sonstigen Einkünfte abdeckt. Okay? Aber nur die sonstigen. Ja, also nee. Also erstmal grundsätzlich vom Konzept. Okay, ne? So war das, ja. So. Also du hast einen Verlust und du deckst mit diesem Verlust deine Einkünfte ab. Und soweit sie ab und gedeckt sind und geschützt sind, kommt der böse Fiskus nicht und besteuert diese Einkünfte. Und dann, um zurückzukommen zum Wert, zum Preis deiner Verluste, ganz einfach, dein individueller Steuersatz. Der Steuersatz, der andernfalls deine Einkünfte belastet hätte. Und zwar für die Leute, die halt sich ganz genau wissen wollen, es ist dein Grenzsteuersatz. Also der Euro, also der Steuersatz, der auf den jeden 9 Euro entfällt, das ist der Steuersatz, der eben nicht zur Anwendung kommt durch das Abdecken, durch das Schützen mit den Verlusten. Also du meinst den On-Top-Steuersatz sozusagen. Ja, genau, das ist der Grenzsteuersatz. Absolut. Ja. On-Top, 1 Euro, welcher Steuersatz fällt da drauf? Ne? So, jetzt nehmen wir den Verlust und gucken, wie wirkt der sich jetzt wohltuend aus? Antwort, diesen On-Top-Steuersatz, diesen Grenzsteuersatz, angewendet auf den Betrag der schützenden Verluste. Das ist der Wert der Verluste. Machen wir uns einfach etwas großzügig gerechnet. Grenzsteuersatz 50%, liegen wir ja etwas drunter, 50%, 100.000 Euro Verlust, 50.000 Euro Wert der Verluste. Ja? So. Also, und da lohnt es sich natürlich, über ein solches wertvolles Tax Asset mal drüber nachzudenken, wie ich das schütze und wie ich das verwerten kann. Ne? Das heißt, ich kann eigentlich niemals, das ist eigentlich ein interessanter Gedanke, oder? Ich kann niemals
mein Geld, mein Vermögen ganz verlieren. Das geht gar nicht. Ein tröstlicher Gedanke für alle, die halt in Terra engagiert und anderen Assets. Ich kann nie alles verlieren, wenn ich wenigstens darauf aufpasse, dass ich meine Verluste schütze. Denn ein Verlust ist ein Tax Asset und ein Tax Asset hat einen Wert. Und wie hoch ist der Wert? Du nimmst den Betrag deines Verlustes und multiplizierst ihn mit deinem Grenzsteuersatz. Ne? So, okay, dann sagt man sich, okay, hört sich ja sehr tröstlich an, aber wie kann ich das jetzt konkret irgendwie mal nutzen? Ja? Na gut, sagen wir mal, wie viele Verluste hast du denn? Ja, nehmen wir diese 100.000 Euro, weil ich 100.000 Euro in UST hatte oder Luna oder was auch immer und die sind alle nichts mehr wert, 100.000 Euro Verlust. Kann ich jetzt irgendwie irgendwo in meiner Steuererklärung ein Kreuzchen machen und 100.000 Euro reinschreiben und sagen, hier möchte ich 100.000 Euro weniger besteuert werden, zum Beispiel indem ich 100.000 Euro Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit habe von meinem Arbeitgeber. Dem sage ich jetzt mal zu, ich war in Luna investiert, ich zahle dieses Jahr keine Steuern. Geht das so einfach? Nein, geht nicht. Im Prinzip würde es so einfach gehen, wenn nicht im 23 ESTG, also in der Norm, mit der wir uns ja in der Kryptowelt beschäftigen, wenn da nicht drinstehen würde, dass diese Verluste nur tauglich sind im Rahmen dieses Paragraphen 23. Das sind das war das mit den Töpfen, ja? Die sind sozusagen, ja, genau. Nur Gewinne in dem Topf können mit den Verlusten in dem Topf verrechnet werden. Ja. Genau, das ist ein sogenannter Verlustverrechnungsbeschränkung. Ne? Die schreibt man irgendwie ganz zum Schluss als Gesetzgeber noch rein. Wenn man mit allem durch ist, dann denkt man sich, ach ja, komm. Ne? Na, zur Sicherheit schreiben wir mal rein, dass die Verluste nur mit diesen Einkünften aus diesem einen Topf ausgeglichen werden können. So, das ist natürlich sehr ärgerlich, ja, weil wir ja alle, die Lohnsklaven sind, gerne unsere Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit mit unseren Kryptoverlusten verrechnen würden. Das geht leider nicht. So, und dann sagt man sich, ja, okay, was kann ich denn dann jetzt mit diesem tollen Tax Asset anfangen? Und da guckt man in den 23 rein und da steht drin, dass man diese Verluste nutzen kann zum Ausgleich von Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften. Und dann sagt man sich, ja, aber in dieser Zeit habe ich eigentlich keine Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften, weil ich nur Verluste habe. Das ist ja mein Problem. So, und wenn mir jetzt echt gar nichts mehr einfällt, dann sagt das Gesetz, kannst du die aufsparen, deine Verluste aufsparen, immer weiter aufsparen und die werden vorgetragen und zwar grundsätzlich unendlich in die Zukunft. Das heißt, wenn du irgendwann mal aus Kryptos mal wieder Gewinne machen solltest, unterjährig, unabhängig von der Jahresfrist, kannst du deine alten Verluste nehmen und miteinander und die zum Verlustausgleich nutzen. Das heißt, du kannst jetzt mal ganz einfach gesagt in Zukunft dann steuerfrei handeln. Ja? Ist ja auch schon mal ein Vorteil. Ja, sagt man sich, ja, aber es gibt ja vielleicht auch Leute, die sagen, das ist ein Done with Crypto, ja, die nie wieder, ne? Die sollten aber trotzdem diese Verluste sichern, weil das Gesetz eben nicht sagt, dass Kryptoverluste nur mit Kryptogewinnen verrechnet werden können. Es gibt auch Vorschriften, die die Verlustnutzung derart eng begrenzen, dass man sagt, du darfst Verluste nur mit ganz spezifischen Gewinnen verrechnen. So eng ist diese Regel nicht. Das heißt, du kannst auch Verluste aus Krypto mit Gewinnen aus anderen privaten Veräußerungsgeschäften verrechnen. Zum Beispiel, das habe ich jetzt nicht wirklich nochmal intensiver geprüft, aber es müsste wohl auch so sein, dass wenn du unterjährig Gewinne aus der Veräußerung von Immobilien hast, privat gehaltenen Immobilien, dann solltest du möglicherweise auch deine Kryptoverluste damit verrechnen können. Ja? Mhm. Bevor man das macht, sollte man irgendwie nochmal kurz ins Gesetz gucken. Oder sich vielleicht steuerlich beraten lassen. Ja, ganz genau. Dann sollte sich auch steuerlich nochmal beraten lassen. Aber das dürfte wohl klappen. Heißt also, mit anderen Worten, ja, so ein Verlust ist was Tolles. Ja. Dazu folgende drei Fragen. Die erste Frage. Diesen Verlustvortrag kann ich nur machen, wenn zwischen sozusagen Einkauf und Verkauf, also wo der Verlust entstanden ist, weniger als ein Jahr oder genau ein Jahr ist. Ja, ist das richtig? Ja, gut. Genau. Zweite? Zweite Frage, wenn ich, nehmen wir mal an, eine Abfindung bekomme, weil ich einen Job wechsle oder die mich raushaben wollen, kann ich diese Abfindung, die ja auch ein Einkommen darstellt,
dann auch gegen einen solchen Verlust gegenrechnen. Das nicht. Nein, nein, das sind Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit. Ja. Ja. Das geht nicht. Ne? Aber eine Sache, weil du gerade, du hattest drei Fragen oder drei Punkte. Ja, die dritte Frage, jetzt muss ich überlegen, die war... Ist nicht schlimm, zu dieser Jahresfrist, die du angesprochen hast, wollte ich nämlich noch was sagen. Was ich jetzt eben gerade so gesagt habe, dürfte halbwegs einleuchtend sein. Eine Sache ist aber nicht nur einleuchtend, sondern ist jetzt vor allen Dingen verlangt von unseren Zuhörern und Zuschauern eine Aktivität. Ja? Und zwar, so wie du eben gerade gesagt hast, funktioniert das mit dem Tax Asset, mit dem Schützen, mit dem Tax Shelter, ja? Nur wenn der Verlust auch tatsächlich realisiert wurde innerhalb der Jahresfrist. Das wollte ich auch noch sagen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt meine Verluste habe und jetzt meinen Kopf in den Sand stecke und jetzt sage, ich wache irgendwann mal wieder auf, wenn hoffentlich alles wieder gut geworden ist, dann gibt es die Variante 1, dass alles gar nicht wieder gut geworden ist und ich nach wie vor Verluste habe und ich sie dann doch irgendwann realisiere nach Ablauf des Jahres und damit nichts anfangen kann. Das ist die Variante 1. Und die Variante 2 ist, alles ist wieder gut geworden und ich habe wieder Gewinne gemacht. Also dass Variante 1 idiotisch ist, dürfte jedem einleuchten. Aber die Variante 2, auf die wir alle hoffen, bedeutet nicht, dass ich meine Verluste nicht realisieren kann. Denn stellt euch vor, ich möchte diese Variante 2 fahren. Ich halte jetzt einfach still und sage, ach, bin auf das Geld nicht angewiesen. Ich warte jetzt einfach 2, 3 Jahre und irgendwann wird Luna aus den Trümmern wieder auferstehen. Das mache ich zum Beispiel. Ja? So, wer weiß, was da kommt, ist mir wurscht. Ja? So. Trotzdem muss ich meine Verluste realisieren. Ja. Ja? Trotzdem. Ja, danach gleich wieder kaufen. Genau. Ganz genau. Mario, dir ist das klar, aber das ist so ein bisschen counterintuitive. Ne? Da kommt man nicht unbedingt drauf, wenn man es nicht mal einmal gehört hat. Am 365. Tag, ja, meiner Haltefrist, ja, mache ich was? Mario, was mache ich? Ich realisiere den Verlust, indem ich das Asset mit Verlust und dann, kaufe. Genau, und dann kaufe ich es direkt wieder. Ja. Und dann kaufst du es direkt wieder. Ja. Deine Position hat sich weder verbessert noch verschlechtert, ne, wirtschaftlich gesehen. Nur du hast den Verlust eingeloggt. Maximal wichtig. Ja? Jeder, der das nicht macht, macht alles falsch. Ja. Ganz wichtig, ich wiederhole es nochmal. Also, wenn man den Verlust innerhalb dieser einen Jahresfrist gemacht hat, dann muss man ihn einloggen, also sprich das Asset wirklich verkaufen. Und um dann für die Zukunft zu sagen, ja, ich gehe davon aus, dass dieses Asset trotzdem weiter oder wieder steigen wird irgendwann, dass ich dann im Prinzip zum vielleicht gleichen Betrag am gleichen Tag das wieder einkaufe. Natürlich mache ich dann den Gashandels- oder Gebührenverlust, den habe ich, aber ich bin dann sozusagen auf der sicheren Weise und kann diesen Verlust nur dann, wenn ich das genauso mache, dass ich das Asset verkaufe, kann ich ihn auch, ich sag mal, anwenden. Ja, ganz genau. Das ist maximal wichtig. Und wenn man sagt, oh, ich bringe das echt was, ja, du hast gerade die Gebühren angesprochen, jeder möge sich mal ganz kurz überlegen, wie wertvoll dieses Tax Asset ist. Ne? Also nochmal, Grenzsteuersatz. Wie viel zahlt ihr auf einen weiteren Euro Steuern mal Betrag eures Verlustes? Das ist der Wert eures Tax Assets, eures Verlustes. Und da kann man ruhig irgendwie mal 100, 200 oder 500 Euro Gebühren zahlen, um diese Verluste zu sichern. Das ist ein rationales Verhalten. Dass das dann wehtut, weil man kurzfristig halt tatsächlich auf dem Bildschirm auch sieht, wie hoch der Verlust war, das mag sein. Ja? Aber nur das ist ein rationales Verhalten. Ne? Man sieht ja auf der anderen Hand dann auch wieder, was man gespart hat. Also man muss immer versuchen, das Positive zu sehen. In solchen Momenten sowieso, vor allen Dingen in Zeiten wie jetzt. Ja. Ja, genau. Aber es ist nicht einfach hoffen auf den Weihnachtsmann, sondern du hast halt wirklich irgendwie deine Position verbessert. Oder umgekehrt, wenn du schläfst und nichts machst, verschlechterst du deine Position unnötigerweise. Ne? Mhm. Genau. Das ist, glaube ich, gut. Das war mir für unseren Podcast heute auch wirklich die zentrale Botschaft. Weil das ist das, was ich meinen Mandanten auch konkret auf dem Weg mitgebe. Eine banale Wahrheit, wenn man so will. Eine banale Handlungsempfehlung, die aber wirklich, ich würde sagen, in allen Fällen immer richtig ist. Mhm. Mir ist meine dritte Frage von vorhin noch eingefallen. Du hast ja auch den Vorschlag gemacht, dass man durchaus, wenn man einen solchen Verlust realisiert hat,
also ihn anwenden will, dass man den auch in die Zukunft vorschreiben kann. Yeah. Mhm. Kann man, wenn man das einmal gemacht hat, muss man sich gleich auf das Jahr festlegen, wohin man den vorschreibt? Oder kann man einen einmal vorgeschriebenen Vortrag auch nochmal weiterschieben? Nee, auf ewig. Auf ewig. Dein Verlustvortrag geht nicht kaputt. Ah ja. Okay. Das ist ein Dorn im Auge des Gesetzgebers so ein bisschen, ja? Weil im deutschen Steuerrecht unglaubliche, astronomische Verluste schlummern. Ne? Und aus Sicht des Fiskus, wenn wir mal kurz irgendwie uns in die Schuhe des Fiskus stellen, ist das ein echtes Problem. Ne? Denn wenn diese Verluste dazu führen, dass die Steuerpflichtigen keine Steuern mehr zahlen, weil die sagen, ja, aber ich habe doch aus den letzten 20 Jahren so und so viel Verluste, dann habe ich extreme Mindereinnahmen. Und deswegen muss man aus fiskalischer Sicht Regelungen finden, dass nicht auf einen Schlag irgendwie diese Verluste alle genutzt werden können. Und so besteht auch so ein gewisser Sport darin, gerade noch verfassungsrechtlich unbedenklich Regelungen zu schaffen, nach denen Verluste kaputt gehen oder Verlustvorträge kaputt gehen. Die gibt es tatsächlich. Ne? Es gibt, das ist wie so ein Gesellschaftsspiel, das Ganze. Ne? Wenn du bestimmte Züge machst, geht dein Verlustvortrag kaputt. Ja, so, ja, und so handelt dann der Gesetzgeber und der Fiskus. Ne? Aber jetzt hier im Rahmen des 23 ist das normalerweise safe. Ja? Genau. Aber diesen Verlustvortrag, den kann ich auch nicht wieder mit Einkünften, die ich aus normalem Einkommen, also aus abhängiger Arbeit bekomme, verrechnen, sondern immer nur wieder mit, wie du es vorhin gesagt hast, mit. Ein weites Feld aus dem Bereich der Steuergestaltung ist, wie kann ich es eigentlich schaffen, dass ich Einkünfte aus einer Kategorie in die andere Kategorie umqualifiziert bekomme. Ja, da kann man mal drüber nachdenken. Ja, es gibt also sozusagen eine ganze Branche, die nichts anderes macht, als darüber nachzudenken. Denn wenn du es schaffst, Einkünfte aus dem Topf der nicht selbstständigen Tätigkeit in den Topf der privaten Einkünfte rüber zu schlüsseln, beides grundsätzlich mal voll steuerpflichtig, ne, kannst du trotzdem von diesen vorgetragenen Verlusten dann profitieren. Das heißt, die Denksportaufgabe an unser Publikum und uns, an uns alle ist einfach schlicht, wie kann ich Einkünfte statt aus nicht selbstständiger Tätigkeit oder aus Kapital in solchen realisieren aus privaten Veräußerungsgeschäften. Wenn mir dazu was einfällt, kann ich das machen und profitiere dann von den dort vorgetragenen Verlusten. Gut, wir werden dazu jetzt hier keine Lösungen oder Vorschläge machen, weil dann wären wir ja beratend tätig. Insofern ist das ein Aufruf an Steuerberater. Aber es ist halt tatsächlich eine Kernaufgabe der gestaltenden Steuerberatung, mit dem Mandanten gemeinsam die individuelle Steuersituation daraufhin abzuklappern, ob da nicht eine Flexibilität besteht, zum Beispiel mit dem Arbeitgeber zu sprechen, mit der Oma oder mit der Mutter zu sprechen und so weiter, dass man mal guckt, gibt es da hier ein Haus oder eine Wohnung und all solche Sachen. Also das ist gestaltende Steuerberatung, damit man dort, wo Verluste sind, die Einkünfte auch auspackt. Und ob das jetzt im Einzelfall geht oder nicht, muss man wirklich prüfen. Das kann man jetzt auch nicht in einem Podcast generell sagen. Aber die Umqualifizierung von einer Einkunftsart in die andere ist halt tatsächlich die Königsdisziplin der Steuergestaltung. Das kann man so sagen. Und selbst wenn man das nicht macht, ist es für jeden Einzelnen mit 100%iger Sicherheit, und das sagt man nicht häufig als Berater, ne, mit 100%iger Sicherheit sinnvoll, Verluste nicht untergehen zu lassen. Und die gehen unter, wenn man die Assets länger als ein Jahr im Verlust stehen lässt, ja, oder realisiert hat nach Ablauf eines Jahres. Ja. Da gibt es auch die ein oder anderen guten Cointracking, wenn man jetzt nicht sich steuerlich beraten lassen möchte, sondern noch zum Beispiel Cointracking selber betreibt, gibt es einzelne Seiten, die zeigen einem das dann auch an, wenn man Verluste hat, sozusagen auch die Möglichkeit, verkauf mal bitte das, dann würdest du so und so viel Steuern sparen. Gibt es also schon gute Softwaremöglichkeiten online, beziehungsweise dann, wenn man den Überblick verliert, ein Berater wird einem da sicher auch helfend sehr gerne zur Seite stehen. Ja, genau. Und es wird auch so sein, dass es für Steuerberater und ihre Mandanten in Zukunft immer wieder mal, dass man auch immer wieder mal die gegenteilige Auffassung vertritt, dass man sagt, nee, mein Mandant hat Einkünfte erzielt,
mit seinen Assets und es ist die 10-Jahresfrist, die relevant ist. Ne? Das hatten wir ja vorhin nochmal. Ja? Das wird sich alles jetzt umdrehen. Man würde sagen, man wird nicht mehr sagen, das BMF-Schreiben, das jetzt hier rausgekommen ist, ist irgendwie das Evangelium und es ist wunderschön und eine frohe Botschaft, ja? Sondern man würde sagen, nein, das ist wieder einmal ein fiskalischer Rohrkrepierer. Nein, mein Mandant hat Einkünfte erzielt. Es gilt die 10-Jahresfrist für die Berücksichtigung von Gewinnen und Verlusten. Das heißt, das Spiel dreht sich in der Verlustsituation schlicht um. Das gute BMF-Schreiben, über das wir uns alle so gefreut haben, wird auf einmal zum bösen BMF-Schreiben in einer Verlustsituation. Okay. Mhm. Du hast also deine Verluste gefarmt. Du hast ja dein Tax Asset geholt, deinen Verlustvertrag. Und du glaubst daran, dass das nochmal was wird mit Terra, habe ich rausgehört, ja? Also, du hoffst es? Also es gilt ja bei der Vermögensanlage grundsätzlich Risikodiversifizierung. Ne? Und jeder, der irgendwie den Kopf verliert und dann halt in Panik gerät, der macht ja sicherlich alles falsch. Ne? Ich weiß genauso gut und genauso wenig wie ihr alle anderen auch, was aus der Welt irgendwie in 2-3 Jahren sein wird. Ich halte mich aber für, weiß ich nicht, so positiv denkend und da wegen mir auch naiv, dass ich sage, dass Krypto eben noch nicht tot ist. Ganz im Gegenteil, eigentlich eine tolle Technologie ist mit ganz viel Potenzial, auch ganz viel Risiken und ganz viel Chancen. Und warum sollte das nicht im Terra-Umfeld genauso passieren? Ich halte die Idee eines deregulierten, dezentralisierten Finanzmarktes mit nahezu universellem Zugang für toll, für zukunftsweisend. Und das Terra-Umfeld ist einfach eine ganz tolle Grundlage dafür, nach wie vor. Deswegen denke ich, da wird schon was draus kommen. Also, ja, aber ich kann es auch nicht garantieren. Konnte ich noch nie. Ich selbst bin eher positiv als negativ gestimmt. Und selbst wenn es nicht funktioniert, meine Verluste, wie du schon gesagt hast, habe ich mir gesichert. Und du kannst auf diese Art und Weise eigentlich nie mehr als, je nachdem, 60-70% verlieren. Also insofern. Okay. Das ist eigentlich ein interessanter Gedanke. Ne? So in der Investmentbanking-Welt gibt es auch einen Ausdruck, das heißt Hedging through the tax line. Das ist eine Banalität, ne? Aber witzig, oder? Normalerweise kostet ja ein Hedge Geld. Also Hedge, ein Absicherungsgeschäft, kostet Geld. Ne? Weil ja irgendwas, weil ich ja irgendeine Versicherung einkaufen muss. Hedging through the tax line bedeutet, vereinfacht gesagt, dass ich mir über meine Steuerquote einen Hedge dazu hole. Ne? Weil ich kann einfach nicht komplett verlieren. Und das ist, glaube ich, ein tröstlicher Gedanke für alle diejenigen, die jetzt halt viel haben federn lassen. Ja. Und das geht natürlich also, ja nicht nur für Terra, Luna, UST-Holder, sondern in der derzeitigen Marktlage natürlich für alle Krypto-Assets, die es so gibt. Ja, genau. Ja, also Falco, ich muss sagen, das ist für mich, der jetzt nicht der Steuerspezialist, der ich nicht bin, sind das sehr wertvolle und gute Hinweise. Ich denke, wir sollten für die Zukunft auch planen, dich regelmäßig, vielleicht viertel- oder halbjährlich, immer wieder mal einzuladen, um dort so eine steuerrechtliche Aufhellung und über das Neueste informiert zu werden. Und ich muss sagen, für mich war das heute hier sehr, sehr wertvoll, weil ich eben auch ein bisschen betroffen bin von dem derzeit stattfindenden Kryptowinter, aber nur ein bisschen, weil ich schon länger da eingestiegen bin und mich über all das freue, was über dem ist, was vor 5 oder 6 Jahren war, preislich. Und ja, insofern, okay. Mario, ich denke, hast du noch Fragen oder Hinweise? Ich bin auch sehr zufrieden. Danke für deine Zeit, Falco, und für deine vielen guten Infos. Ja. Prima. Ja, genau. In diesem Sinne würde ich sagen, bleibt uns weiterhin treu. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Eine Abschlussfolie gibt es nicht, denn den Falco kennen wir ja schon. Falls ihr euch nicht erinnert, googelt mal in unserer Historie zurück. Und ansonsten, wie Ralf das schon gesagt hat, bis bald hoffentlich. Bis bald auch Ralf. Bis bald an dich, Falco. Und tschüss. Ja, in dem Sinne. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.